Auf der ganzen Welt arbeiten Forscher an Recyclinglösungen für Plastikmüll. Hier im Evonik-Werk in Lülsdorf nahe Köln dreht sich alles um das Recycling von PET. Der Kunststoff kommt weltweit in großen Mengen vor. Viele Plastikflaschen sind aus ihm gemacht, doch man kann diese bislang nur begrenzt als Flaschen wiederverwenden. Die Wissenschaftler von Evonik suchen daher nach Wegen, PET in seine chemischen Bestandteile zu zerlegen und somit reine Rohstoffe wiederzugewinnen. Die Herausforderung, die wir in Zukunft meistern müssen, ist, dass PET nicht gleich PET ist. Wir haben hier sehr reines PET, was nur ein bisschen blauen Farbstoff enthält, aber es gibt ganz unterschiedliche PET-Stoffströme mit unterschiedlichen Farben, mit unterschiedlichen anderen Zusatzstoffen. Und wir müssen in der Lage sein, einen Prozess zu entwickeln, der mit ganz unterschiedlichen Rohstoffqualitäten zurande kommt. Entscheidend für den Erfolg beim chemischen Recycling ist ein Katalysator, der für eine gute Reaktion sorgt. Evonik setzt auf Alkoholate, die in Lülsdorf produziert werden. Erfolgreiche Tests im Labor reichen jedoch nicht. Erst im sogenannten Autoklavenhaus zeigt sich, was der jeweilige Katalysator wirklich leistet. Die Besonderheit hier ist, dass wir hier in der Lage sind, Reaktionen bei sehr hohen Drücken und sehr hohen Temperaturen durchzuführen, weil sich hier die Reaktoren alle hinter verschiedenen Stahlkammern befinden. Erfolg oder auch Misserfolg eines Katalysatortests erkennen die Forscher unmittelbar an den getesteten PET-Teilen. Im Laufe der Reaktion lösen sich diese PET-Schnipsel auf, sodass das Ende der Reaktion visuell zu erkennen ist, dass keine PET-Schnipsel mehr vorhanden sind und hier, wie hier zu sehen, eine blaue Lösung entstanden ist. Grundsätzlich haben die Alkoholate von Evonik schon bewiesen, dass sich mit ihrer Hilfe PET chemisch sehr gut zerlegen lässt. Doch es steht noch einige Forschungsarbeit an, bis aus altem PET beliebig oft Neues entstehen kann. Die Optimierung des chemischen Prozesses ist nur der erste Schritt. Im nächsten Schritt ist es geplant, eine Pilotanlage in Zusammenarbeit mit der Verfahrenstechnik zu entwerfen, um dann darauf basierend im dritten Schritt einen großtechnischen Prozess zum Recycling von PET in der Hand zu haben, mit dem wir dann einen großen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft des PETs leisten können. Evonik, leading beyond chemistry.